So, hallo, zurück zu Assassin's Creed Origins. Papyrus-Rätsel hier in Siva. Und zwar, glaube ich, das erste, was man findet. Muss ich nur hier gucken, welches es ist. Genau. Ein langer Trunk findet man hier in Siva. Ich weiß aber nicht mehr ganz wo. Da müsste man im Let's Play nachgucken, wo. Aber die, denke ich, findet jeder, weil es auch auf Markkarte markiert ist, wo man die finden kann und so weiter und so fort. Komm und finde mich in Siva am Boden der einzigen Schale, die groß genug ist für einen Gott. Gucken wir doch mal hier. Das sieht doch mehr nach Schale aus, oder? Ich glaube, müssen wir hier lang. Hätte ich mir natürlich markieren können. Genau, und hier sind wir auch schon. An der einzigen Geschüssel in Siva, die groß genug ist für einen Gott. Hui. Am Boden. Sagt er. Und hier ist es auch schon. Der Jagdbogen. Stufe 16. Qualität 40 oder so hatte ich gesehen. Keine Ahnung. Man kriegt dafür auf jeden Fall einen Fertigkeitspunkt. Und genau diesen Obsidianbogen hier. Seltenen Jagdbogen. Obwohl, keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht, ob ich den gleichen Bogen auch auf meinem. Ich habe ja zwei Spielstände. Einen, damit ich eben nachgucken kann, selber rätseln kann, wo diese Papyrus-Rätsel sind. Und einen fürs Let's Play. Und jetzt, um die aufzulösen. Und zwar ist es dieser Obsidian-Bogen, den ich, glaube ich, tatsächlich direkt ausrüste. Weil ich es kann. Auf der Map hier. Tschüss.